Hey und ho und holla die yo, hier ist wieder der mit der Bruce Willis Stimme und immer noch in dieser Höhle hier, die haben wir irgendwie gefunden, so rein zufällig und ich finde diese Halle sehr schön da vorne und hab mich jetzt ganz fanatisch da so reingestürzt, sollte vielleicht mal gucken, noch mehr Fackeln da rein zu bekommen, aber ich finde, hier sind noch Creeper irgendwie um die Ecke und daher, da ist er doch, meine ich doch, ja das schaffe ich jetzt nicht. Oder? Doch. Schaffe ich doch. Pfeile. Zwei. Mehr habe ich, glaube ich, auch nicht. Ja, hat doch geklappt. Ne? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ne? Ihr traut mir nie was zu. Ne? Ihr denkt immer, ach, der Vorbuddler, der schwätzt die ganze Zeit und da kann er sich nicht bei konzentrieren. Und ach, guck, da ist denn da jetzt ein Creeper-Spawner oder was? Jungs, ihr könntet darüber treiben. Ja, da kann ich jetzt, glaube ich, nur mit dem Schwert ran. Weil das so ist. Ah. Ja, ich kann dabei auch kaum was reden. Ich habe so viel Angst vor denen, weil, ne, die sind immer so laut. Und zerfetzen mich immer. Oh, hallo, nein. Ach, nicht wieder ein Skelett, ach nö. Und ich habe keine Pfeile mehr dabei. Ach, das kann ich nicht machen. Versuch den noch irgendwie in die Ecke oder so zu drängen. Ich weiß auch nicht. Ist draußen dunkel. Ach du meine Güte, auch das noch. Ja, das ist jetzt Mist hier. Ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran. Ich komm, hab ich denn? Komm, ich probiere mal, ob ich noch irgendwie... Na, das war's. Das war mein letzter Pfeil. Wenigstens ein Treffer auch direkt. Und wenn ich jetzt ganz gut bin... super, falle ich natürlich direkt mit ein Loch. Ah, nee, ne? Ach, das war aber auch ein clever Kerlchen, das sag ich dir. Schlafen. Schlafen, das schaffen wir. Wenn ich die... Oh, verdammt, doch. Wo ist denn die Höhle? Wo war ich denn da? Ach du meine Güte. Ja, da war ein clever Kerlchen, der ist immer im Kreis um mich herum gerannt. Habe ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Ich lasse jetzt alles stehen und liegen, Tür hinter mir offen stehen, ganz egal. Laufe so schnell es geht. Ah, könnte natürlich auch noch ein Grund für Sprinten sein, ne? Wenn Steve demnächst sprinten kann, dann könnte das ja auch... Wir waren doch hier eigentlich schon wieder, oder? Ja klar, wir sind doch direkt hier runtergerannt, in diese Höhle. Da war doch die Halle. Das war doch eine Überraschung, weil es so nah dran war und... Ja, schaut mal, ist doch gar kein Problem gewesen. Weil es so nah dran war, bis auf das Skelett, was hier natürlich noch rumlaufen muss. Da hinten steht das. So, Sachen wieder. Da unten liegt noch was drin. Ah, ich komme da nicht hin. Das muss ich mir später holen. Ich muss ja auch erstmal meine Sachen sortieren. Ich weiß überhaupt nicht, wo ist denn mein Schwert überhaupt? Ach du meine Güte, nee. Ach, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir müssen einfach positiv denken. Ja? Hoppla. Ja, Steve wird sprinten können und das ist natürlich klar. Vielleicht werden die Sachen nach einem Tod schneller verschwinden und man muss sich mehr beeilen, um die wieder einzufangen. Das ist die gleiche Ecke wie vorhin. Jetzt bin ich aber klüger, weil ich dann nicht in das Loch fallen werde. Ich werde einen großen Bogen rennen und dann werde ich beides Skelette hintereinander... Oh, das sind drei! Es sind drei! Nein, es sind drei! Es sind drei! Hilfe! Okay, eins habe ich geschafft. Essen, 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 essen. Oh. Ich esse sogar jetzt rohes Fleisch in der Not. Ja. Ist etwas zäh gewesen. Ja. Aber als Ursprungs-Neandertaler macht mir das natürlich nichts aus. Blöd. Oh, hast du das gesehen, du? Oh. Herrgott. Haut ab, ihr bekloppten Viecher. Ich komme doch nicht. Der ist ins Loch gefallen. Das ist... Da kommt ja wieder raus, das Blöde. Aber ich könnte das vielleicht ausnutzen.
Was soll's? Da hinten ist noch eins. Da ist noch eins. Das werden immer mehr. Da muss ein Spawner sein, oder? Das werden immer mehr. Das werden immer. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, da muss ich mir jetzt ein. Da muss ich mir aber jetzt noch ein Schwert mitnehmen. Und mich dann direkt ins Getümmel werfen. Habe ich ja ins gebaut. Habe ich gerade keinen Star, ist ja klar. Na, aber ich denke, wir haben Zeit genug für. Wenn ich denn mal hier, ich muss das, das mache ich, also das verspreche ich euch, ich werde jetzt sofort, wenn wir wieder zu Hause sind, die ganze Kiste da hinten voll machen mit Werkzeug und hast du nicht gesehen, ne? Weil ist ganz klar, das geht so nicht weiter hier, wir müssen wirklich mal Vorrat haben, damit wir in solchen Situationen einfach mal schneller reagieren können. Ja, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ganz besonders auf unseren schnellen Tod. So. Ich denke, Zeit haben wir genug. Das ist ja direkt um die Ecke. Mensch, ey, dass da auch jetzt plötzlich. Aber ich bin mir sicher, dass manche von euch auch wissen, ob da jetzt ein Spawner ist oder nicht. Na, jetzt, wo ich hier drehe, kann ich das natürlich nicht wissen. Selbst wenn ihr im letzten Video mir schon Kommentare vielleicht eventuell, ja, hingeschrieben haben werdet. Das ist ja jetzt schon. Wird ja gleichzeitig abgedreht praktisch. Ups, so, komm her, das ist gut, dass ich dich hier schon treffe. Dann bist du nämlich schon mal erledigt. Und zwei Pfeile habe ich auch wieder, aber keinen Bogen. Meine Sachen liegen da. Geht bloß weg von meinen Sachen. So, da unten ist noch einer. Da ist noch ein Eimer da hinten, du. Zombies sind jetzt nicht so schlimm, solange sie nicht in Massen auftreten. Creeper. Oh. Na, komm doch mal hier hoch, ey. So, alter Schwede, du. Mal hin und her rennen. Kommst du mal noch ein bisschen näher? Ah. Über mir ist, glaube ich, irgendwer am Grunzen. Wieso? Ekelig. Blödes Vieh. So, das war's mit dem. Erstmal Sicherheit. Da ist ja, sind wieder mehrere Creeper, ne? Also ich glaube es ja nicht. Und ich bin so gut wie tot. Leute, das mache ich jetzt nicht. Ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder frische Luft um die Nase. Und muss auch irgendwie gucken, dass ich neue Nahrung finde. Ach, da ist ein Schaf, guck mal. Ist das schön. Komm mal her. So. Da hinten ist noch ein Schaf. Guck mal, jetzt klappt das nämlich. Jetzt haben wir gar nicht geplant, Schafe fangen zu gehen. Scheren zu gehen, vielmehr. Und plötzlich laufen die uns nur so vor die Nase, ne? Wir waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt, hatten unsere Jagd schon völlig vergessen. Und prompt, ne? Prompt haben wir ein reich gefülltes Inventar. So ein braunes Schaf gefunden. So, jetzt ein Schwein wäre auch nicht schlecht noch. Da hinten ist noch eine Kuh. Vielleicht ist dann da auch ein Schwein. Kann ja sein. Da sind mehrere Kühe. Und nicht da unten hin jetzt hier bleiben. Ich bin dein sicherer Tod. Hallo, nicht da reinfallen. Nein. Da ist die Goldeihöhle übrigens, ne? Für alle, die es noch nicht wissen. So, das war's. So, und jetzt weiß ich auch. Jetzt weiß ich auch, wo wir noch eine schöne Halle haben. Ich möchte aber jetzt wieder bauen gehen. Ja, ich möchte jetzt nicht noch länger hier langlaufen. Das haben wir jetzt ja auch schon wieder längere Zeit gemacht. Muss ich dann eher vielleicht nochmal alleine machen oder so. Ne? Da unten rein, das ist ja auf jeden Fall sehr schön nah dran.
Nein, was ich jetzt machen möchte, ist gerne, ja, zurücklaufen, schauen, was da zu tun gibt und ein wenig so Steine in die Ecke stellen oder stapeln, ne? Oder eingraben, je nachdem, ja, und mal wieder ein bisschen bauen. Das ist schon interessant, was ist denn, wenn ich diesen Style hier. Schönstein brauchen wir. Schönstein brauchen wir. Was ist denn, wenn ich dieses Teil da vorne mal so ein bisschen durchziehe bis zum Ende? Na, na, nie, na, na. Wieder geht's an die Arbeit. Ich hatte ja schon mal davon gesprochen, diesen Eingangsbereich, weil wir doch hier wirklich sehr häufig draufgehen, den Geist aufgeben, den Löffel abgeben, ne? Den Eingangsbereich vielleicht doch noch etwas imposanter zu machen und geschützter. Mal so, erstmal. Könnte doch mal schon mal so als Grundform geeignet sein. Dann machen wir hier noch so ein bisschen. Oh, wie sieht denn mein Inventar eigentlich aus? Das ist ja wohl nicht zu glauben. Ah, ich hasse diese Unordnung, ja. Meine Fackeln, wo sind meine Fackeln? So. Weil hier muss irgendwie was geschehen, ja. Schaufel, Schaufel, Schaufel eben kurz nehmen und schon mal hier so Erde wegmachen. Jawohl. Erstmal so. Auch hier noch ein bisschen. Da können wir hier noch ein bisschen Schönstein reinhängen. Dann sieht das so ein bisschen befestigter aus. Es muss natürlich dann so gemacht werden. Diese Höhe ist natürlich nur hier die Bodenhöhe. Deckenhöhe wäre dann ja hier so. Ja, machen wir doch mal Folgendes. Machen wir doch mal hier noch ein Stamm hin. Ja, so als optische Markierung. Das würde natürlich jetzt alles in den Bereich untere Terrasse, wie es auf unserer Projektwand steht, noch gehören. Wird jetzt dunkel, trifft sich ganz gut. Da kann ich innen mal eben ein wenig mein Inventar sortieren. Auch hier auch schon mal eine Fackel hinhauen, mal so ein bisschen. Ja, so, ne? Wenn wir das hier noch ein bisschen befestigen, hier unten. Was war das denn? Hier unten die Terrasse ein bisschen ausbauen. Eine Treppe vielleicht in die Richtung oder in beide Richtungen, ne? Und das Wasser dort reparieren. Ja, dann wäre das doch schon mal eine schöne Sache. Ach, ich habe mich jetzt inzwischen jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt von dem Höhlenstress, das Höhlentheater, ne? Und jetzt werde ich mal ein bisschen aussortieren. Was haben wir denn gefunden? Wir haben Sprengpulver, 6 Stück. Wunderschön. Dann haben wir Federn. Na oh, gut. Bones, das war erstmal hier. Das wollen wir gleich auch mal ein bisschen einpflanzen gehen. Den Baum können wir hier lassen. Ah, wir sollten mal ein wenig kochen. Leder kann weg. Leder kann auch weg in diese Kiste hier. Ja. Und Wolle kann hier auch rein. Erstmal. Sehr schön. Und dann nehmen wir uns hier schon mal so ein paar. Wie ihr seht, habe ich schon eine ganze Menge. Das sollten wir jetzt mal alles braten. Das passt auch genau ins Inventar. Wunderschön. Gucken, ob unsere Öfen auch noch befeuert sind. Ja, sind sie. Schönstein nehmen wir mal raus. Kommt da rein. Erstmal so ein bisschen. Damit wir ein bisschen Orientierung haben. Der Eimer kann hier erstmal rein. Flint gilt als Rohstoff. Kommt also in die Rohstoffkiste. Irgendwo habe ich aber noch ein Stack da. Ja. Dann noch hier die Kohle. Ja, richtig. Und natürlich das Eisen. Ah, das muss aber in die andere Kiste. In die wertvolle Kiste. Hier. Mein Silberschatz. Richtig, dann hier. Oh, das ist natürlich alles. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen beibleiben. Was denn hier los? So. So war das gedacht. Na, so machen wir das immer abwechselnd. Immer schon einen nehmen und dann kann man den direkt da reinlegen, den raus, dann geht's direkt los. So.
Ja, ich sagte schon, ich koche ja eigentlich nicht so jetzt so unheimlich mit Leidenschaft, ne? Aber so ein Kotelett kriege ich noch hin, das sage ich euch. Na, wird ja hier gut genug geübt. Bald haben wir's. Dann fülle ich mal eben die Futterecke wieder auf. Und zack, das letzte. Und dann sind wir wieder gewappnet und dann hatte ich noch versprochen, die Waffenkiste aufzufüllen. Und das ist auch ganz eine gute Idee, denke ich mal. Ganz eine gute Idee. Zwei lasse ich mal dabei. Ja, alles durcheinander hier, ne? Das ist ja nicht zu glauben. Gut, das hier noch hin. Ach, braune Wolle haben wir ja auch noch gefunden. Zwei Stück. Na, gut. Ein bisschen kniepig. Dann hier noch ein wenig. Warum brennt das jetzt noch? Komm, dann kannst du es auch richtig verfeuern. Legen wir direkt was Schönstein rein. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen die Erde aus dem Inventar. Und dann werden wir ein bisschen uns Holz sichern. Stücke haben wir genug dabei und nehmen wir noch A, haben wir auch dabei. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal so richtig schön in aller Ruhe. Machen wir erstmal 5 Hacken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was ist denn jetzt? Ach so, das brauchen wir nicht. Können wir direkt das nochmal raus. Ein wenig neues Holz nachlegen. Komm, hau mal richtig weg den Scheiß. Den müssen wir sowieso so bearbeiten. So, 64er Stack. Und dann nehmen wir hier noch richtig viele Stöcke raus. So. Und dann legen wir hier nochmal nach. Was machen wir? Schaufeln. Schaufeln brauchen wir ja auch immer. Ganz viele. Was brauchen wir dann noch? Schwerter. Schwerter brauchen wir auch ganz viele. Schwerter. Mal so richtig hier so. Und dann vielleicht noch eine Axt. Eins, zwei Äxte. Jetzt Inventar voll. Und das können wir jetzt auch erstmal in Werkzeug und Waffen legen. Oh, alles durcheinander. Ist ja wieder klar. Das sortiere ich mal so gerne, ne? So. Jawohl. Ach, wie schön. Das passt sogar genau. Das passt sogar genau. Dann die Schaufel noch hier hin. Und in die nächste Reihe die Äxte. Ja, das ist klar. Das nehmen wir noch mit. Dann können wir hier noch die Schwerter ablagern. Zwei habe ich dabei. Hier ist noch ein neues. Ah, ist ja super. Seht ihr, und so kann man schon mal ein bisschen besser jetzt arbeiten. Wir verlieren nicht immer viel Zeit mit, wenn uns mal was passiert mit irgendwelchen Herstellungsprozessen. Schönstein ist fertig. Ja. Ach, wie ist das schön. Ich wollte noch eine Dingens herstellen. Noch eine Hacke. So, jetzt, um sie mitzunehmen. So. Und dann auch noch eine Schaufel, um sie mitzunehmen. So. Ah, das war zu viel. Okay. Okay. Ich höre auf. Ich höre auf. Ich mache stattdessen nochmal eine Lage Fackeln. Kohle und Kohle. Komm her. Komm her, ihr Stöcke. Kommt her, meine lieben Freunde. So, Fackeln brauchen wir immer und haben dann nie genug, wenn es mal drauf ankommt. Deswegen auch hier mal ein wenig Vorrat geschaffen. Das kommt dann in die fertige Kiste. Wunderbar. So. Alles klar. Die Kohle wieder weg. Ja, nicht mit der Kohle durch die Gegend rennen. Das ist zu wertvoll. Nach wie vor zu wertvoll. So, jetzt habe ich euch auch mal hier so eine langweilige Sache gezeigt mit irgendwelchen, keine Ahnung, Werkzeug gemache, ne? Schauen wir mal, dass wir was essen vielleicht. Essen ist nicht schlecht. Also, ich
bin ja total verletzt, sehe ich gerade. Huch. Wieder eins von diesem schmantigen Brot. Ast rein. Gucken wir mal drauf. Ne? Terrasse unten sind wir beschäftigt. Was macht denn unser Bettenraum? Bettenraum ist natürlich so, dass wir da noch den mit Wolle auskleiden wollen. Oder sollen. Oder so, ne? Weiße Wolle habe ich genommen. Eventuell dann später nochmal ein bisschen dekorieren. So war der letzte Stand. Und ich hau dann nochmal ein bisschen den Stein weg erstmal. Innenarbeit mache ich dann halt gerne, ja, in der Nacht. Hier sind wir auch sicher, braucht ihr keine Angst haben. Und wenn der Morgen graut, können wir vielleicht nochmal nach oben laufen. Um, Quatsch. Um unseren Terrassengarten anzusehen, ja. Oben haben wir ja noch die obere Terrasse oder Terrassengarten, wie ich ihn nenne. Die schwebenden oder hängenden Gärten von Bad Schönfels. Ich denke, die hängenden Gärten, ne? Es erinnert auch wieder so ein bisschen an so antiken Gärten von, was war das noch? Phalos, keine Ahnung. Nicht Phallus. Ist was anderes. So. Wieder was für die Geschichtsfreunde unter euch. Na, die Krieger schlagen wieder die Hände über den Kopf zusammen, ne? Dass ich das jetzt nicht auf die Reihe bekomme mit den Namen und den Geisterzügen, die immer vorbeifahren. Nein, und antiken Weltwunder. Ich hatte in meinem 100. Video hatte ich euch den Leuchtturm von Alexandria gezeigt, den ich irgendwann mal vor Jahrhunderten bitte? Achso. Gebaut hatte. Geistertür. So, dann wollen wir mal gucken. Ach, jetzt habe ich keine Wolle dabei. Jetzt könnte ich doch... Ob ich wohl genug habe jetzt? Das wäre doch schön, ne? Wenn ich jetzt mal zum Abschluss dieser Folge vielleicht noch eben schnell diesen Raum auslegen könnte mit ganz viel Wolle. Sollten wir doch eigentlich genug haben, ne? Ich zähle ja nie. Ich mache das immer so auf Pi mal Daumen. Wenn ich jetzt mal so 64 Wolle mitnehme, meine ich jetzt so in meinem Gefühl, ja, dass das reichen wird, um den Boden da oben auszukleiden. Ich fange jetzt einfach mal auch ganz zuversichtlich. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ganz zuversichtlich mache ich mich trotzdem an die Reihe. Vielleicht können wir dann auch noch ein paar wegnehmen. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Mal sehen. Vielleicht können wir ein bisschen Deko noch einfügen. Dann sparen wir uns noch ein paar Wollestücke. Ne, obwohl, oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Vielleicht haut es gerade hin, aber ich meine, es wird knapp. Da, das war's. Ne? Aber ich habe ja noch ein bisschen Wolle. Und ich mache das jetzt zu Ende. Ich werde jetzt wirklich sagen, shit war drauf auf meine, ja, Komplexe, ich will ja immer im Lager noch einen Stack von allem was haben, ne, das nicht restlos aufbrauchen. Ich möchte immer schön satt gefüllte Lagerbestände haben, ne, und das werde ich jetzt mal nicht mehr, obwohl, ne, jetzt wird's auch nicht mehr knapp. Jetzt reicht's, ne, und ich habe dann immer noch ein bisschen Wolle übrig. Zack, das war der letzte. Und ich stelle mich wieder in die Vibrationsecke, ne? In die Schwingungsecke. Guckt euch nochmal die Folge, was war es denn, 55 Schwingungen an. Dann wisst ihr, wovon ich hier rede. Ach, das finde ich gut so. Das finde ich schon ganz gut so. Wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen mit Fackeln da arbeite, hier an der Ecke, da können noch Fackeln ran. Ja, und dann der Bett da hinten, da muss das Bett da weg noch rauen. Und so, dann machen wir den Boden da auch noch schön. Und dann sage ich auch schon mal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das reicht für heute hier. Ne? Bett stelle ich wieder hin. Keine Sorge. Mache ich jetzt mal einfach hier hin. Vielleicht bauen wir auch mal nichts. Ah, wir haben kaum noch Wolle. Aber wenn wir dann Wolle haben, dann bauen wir ein Bett. Und dann bauen wir noch alles andere. Und dann machen wir sowieso noch weiter. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Macht es gut. Macht es gut.